kann so erzählen, ich war früher eigentlich dünn, ja, sogar sehr dünn. Ich habe bei auch Fußball gespielt, auch, ich weiß nicht, ob ihr Kickers kennt. Stuttgarter? Ja, ich habe da früher, also ich habe da ein, zwei Monate so ein bisschen mitgekickt, aber auch nicht so lang. Weil meine Mutter wollte mich nicht dahin fahren, ich wohne in Stuttgart. Und dann haben sich meine Eltern getrennt, da war ich 10 oder so. Und danach habe ich irgendwie angefangen, zuzunehmen die ganze Zeit, bis ich dann halt bis zum Video so richtig fett war. Ich wogte da mit 14, wog ich über 100. War doch ein bisschen kleiner. Und dann hat mein Vater, eigentlich nur dank meinem Vater habe ich abgenommen. Mein Vater, der hat mich dann in einen Wald gefahren und hat dann gesagt, Alter, du rennst jetzt, sonst fahre ich nicht mehr nach Hause. Und ich habe immer gesagt, nein, ich schäme mich und so. Und dann hat er halt das hart durchgezogen. Dann meinte ich, nein, du rennst jetzt, du musst was ändern und so. Einfach Traum, und, ja. Und zum Essen hat er mir dann so Brokkoli gegeben mit so Huhn, Hühnerbrust und so. Also, so richtig. Ist ja so mit Auto hinter dir gefahren und du musst zum Auto. Oder kann sein, dass dein Vater Rocky liebt? nein, aber ich habe mich halt unwohl gefühlt, das hat er auch gesehen so, deswegen wollte er auch, dass ich was ändere.